gerade da, Mokale, die Gäste, du. Das war Simpsons und heißt willkommen zurück. Das war nicht wirklich Simpsons. John labert gerade mit Katharina Lauscher. Sie freunden sich richtig schön an. Mufasa. Hehe, genau. Ja, ja. Kaluta mia wajo. Staffa fujitsu. Tema o momo mo asiete. Ich verstehe kein Wort. Jumbo, John, du hast langsam Hunger. Mhm. Aha. Genau. Jetzt redet er nichts mehr und jetzt kannst du Zeitung reinbringen und dann einen Job suchen. Ja, komm, mach doch. Wer ist das denn? Adrian. Susul. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Naja. Nee, 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 John. Nee, 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 nee. Kein Fernsehen, kein Fernsehen, kein Fernsehen. Du fauler Sack. Mach einen Job suchen, komm. Halt! Mach den Fernseher, halt, mach den Fernseher auf. Sag mal, du bist... Wie kannst du denn lesen und den Fernseher gleichzeitig? Sag mal. So, genau. Ach, leg die doch nicht auf den Boden. So, jetzt Job suchen, genau. Ach, dieser Typ ist echt... Der ist wirklich faul. Ich hätte nicht so faul machen sollen. Okay, so, und jetzt suchen wir einen Job. Damit wir endlich mal Geld kriegen hier, weil mir ist aufgefallen... Okay. Bildzeitung. Stelle Faulenzer Caddy. Nein, das machen wir nicht, da wirst du ja noch fauler. Militär. Puh, das schaffst du nicht. Gesetzeshüter, Wachmann. Ja komm, wer zum Polizist wie bei Superbad? Ein gechillter Polizist, der im Wagen hockt und Donuts frisst und kleinen Kindern das Alkoholtrinken beibringt. Super. Leg die Zeitung dahin. Und jetzt mach dir was zu essen, John. Musst du wohl noch hinkriegen. Zum Mittagessen. Ein TV-Snack. Wow, bist du ein Superkoch. In den Backofen schieben. So mache ich das auch immer. Und dabei lernt er auch noch was. Wow. Hallo. Faul rumsitzen. Sag mal, der Typ ist aber auch wirklich... Die Faulheit in Person. Genau. Also ich war damals schon immer so begeistert. Uah, die Kamera. Wie die Sims. Wie das mit dem Essen hier gemacht. Das ist so detailreich. Aber der Typ ist wie der letzte Schwein, echt. Wann kommt eigentlich seine Frage, Mensch? Heute hat er frei. Ach, wer hätte es gedacht. Morgen hat er, muss er arbeiten. Von 20 Uhr bis 2 Uhr bist du, musst also abends arbeiten. Du brauchst einen Körperpunkt. So, abspülen, John. Ja, das macht man so. Wir können uns keine Putzfrau leisten. So eine alte Oma, die jeden Tag kommt. Stimmt, wir haben ja keinen Mülleimer. Scheiße. Oh, Leute, wir haben keinen Mülleimer. Einige Nachbarn sind vorbeigekommen, um mich zu begrüßen. Ach du Scheiße. Hey, die Blonde. Komm, unsere Goppel begrüßen. Was, Johnny? Wieder Alarm. Nee, 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 nee. Johnny. Bitte zu gehen, Kasimir. Kasimir, du siehst doof aus. Du gehst jetzt bitte. Und bitten zu gehen. Wegscheuchen, genau. Die tust du auch noch bitte wegscheuchen. Dankeschön. Weil die sieht aus wie Mrs. Spocks Freundin. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, ich bin ein bisschen krank. Ein bisschen schnupfen. Jetzt, wo der Frühling kommt, werde ich krank, ist klar. Ja, egal. Ein Witz möchte ich ihr erzählen. Oh, John. Ah. Ich sehe nix, ich sehe nix. So. Tota Dani? Ursel, wie heißt sie denn ganz? Ursel Göppel. Jährige Ursel. Oh, er wird bewundert. So ein fauler Sack. Komm, jetzt tu sie wertschätzen und tu sie auch bewundern. Juega bei sie. Oh, du bist sie. Aha, jetzt wird sie schon gleich rumgeflirtet, ne? Und nochmal, komm. Atuniwan. Oh,
Und halten, dann noch einen Witz erzählen und dann nochmal bewundern und dann nochmal einen Witz erzählen und dann nochmal reden. So. Jetzt sollen sie sich ein bisschen unterhalten. Jetzt habe ich die Unterhaltung wenigstens ein bisschen kontrolliert. Brauchen wir was noch? Also ich habe jetzt unter den Kommentaren mitbekommen, mir fehlt ein Rauchmelder. Ein Telefon, also das heißt, wenn nachher die Bude anfängt zu brennen, dann wird es ein bisschen bremslich. Und mein Bad sei zu groß. Ja, ich habe das Haus schon für eine Familie geplant. In der Bad darf dann das Kind schlafen. Nein, Spaß. Das Bad ist wirklich zu groß. Ich werde mir vielleicht bald mal einen Whirlpool hier leisten, da kommt dann der hier hin. Wenn wir dann irgendwann mal reich werden. In dem 200. Part dann. So, ist das genug geplaudert? Oh, oh. Und sich verabschieden und tschüss. Ist der Typ schon wieder müde, ich glaub's nicht. Und so. Genau. Ei, bleib stehen, bleib doch stehen. Oh. Nein. Nicht. Oh. Bleib doch stehen, wer ist denn das? Ja! Komisch, dass John sich bisher nur mit Frauen befreundet hat. Oh! Tu ihr einen Witz erzählen. Sie hat dir gerade einen Witz erzählt und jetzt hör du ihren Witz. Genau, so macht man das. Also er mag zwar faul sein und jetzt gleich aufs Klo müssen, aber was er ein Händchen für Frauen hatte, muss ich ehrlich sagen. Gut, jetzt muss er aufs Klo. Halt, stopp. Erstmal sich verabschieden, bevor er einfach so geht, sonst kommt die dir nämlich gleich hinterher. Und tschüss. Und jetzt kann von mir aus aufs Klo gehen. Und benutzen. Abziehen. Hat er noch keiner abgezogen? Das war diese Olle da. Wie hieß die? Ursel. Oh. Na klar, es wird zensiert. Wir sind ja hier in einem Spiel, was ja ohne Altersbeschränkung ist. Deswegen wird das zensiert. Weil er auch die Hose ausgezogen hat. Klar. Aber das soll so sein. Das ist auch okay so. So. In die Dusche könntest du jetzt mal gehen, John. Duschen. Mach dich schick für heute Abend, was ja auch immer passieren wird. Welchen Film wird der anschauen? Da-da-dam. Noch hat er eine gute Figur. Aber da er auch kein Sportgerät besitzt, wird das mit dem Sport ein bisschen schwierig. So, was wünscht er sich? Sich verlieben. Oh, flirten. Ein Kochen Fähigkeitspunkt erhalten. Und ein Sauberkeit. Ein Sauber. Also, John, ich glaube es nicht. So. Genug geduscht, John. So. Zieh dir bitte etwas an, genau. Komm vor. Oh, brauchst du Komfort. Dann entspann dich auf der Couch, komm. Hey, der wollte sich da gerade echt entspannen. Hier, voll rumsitzen. Da hast du doch Komfort genug, oder? Und Spaß hast du auch nicht so viel. Ja gut, das kann ich verstehen. Ist das jetzt nicht Komfort? Doch, Komfort geht nach oben. Und das machen wir jetzt eine halbe Stunde. Mein Gott, der Junge kann tatsächlich so lange so rumgammeln. Egal. Jetzt guck noch ein bisschen Fernsehen. Was Besseres kannst du nicht machen. Du bist so laut. So. Genug Fernsehen geschaut, ab ins Bett und im Schlafanzug schlafen, nicht in der Unterwäsche. Ein bisschen schneller. So, John, das war jetzt kurz das Fernsehen. Ab ins Bett, du bist schweinemüde. Ja, ist gerade erstmal 7.54 Uhr. Du musst schließlich heute arbeiten. Nein, John hat heute frei, natürlich. Und jetzt träumt er gleich schon von der Tante.
John, 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 du bist echt ein ungezogener junger Mann. Ja, und ob er verschlafen wird, naja, verschläft er nicht. Egal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.